Hallo. Eine werdende Mutter hat schwer zu tragen an ihrem dicken Bauch. Was glaubst du, wie viele Kilos wiegt ein Baby, wenn es zur Welt kommt? Circa 3, 5 oder 7 Kilogramm? In diesem Video geht es um die spannende Zeit der Schwangerschaft und um die Geburt. Wir werden die Entwicklungsstadien eines Kindes verfolgen, bevor es das Licht der Welt erblickt. Außerdem wirst du mehr über Ablauf und Phasen der Geburt erfahren. Die Entwicklung beginnt mit der Verschmelzung der Zellkerne von Eizelle und Spermium. Die befruchtete Eizelle wandert vom Eileiter. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.